Warnung. Das folgende Video dient nur zur Demonstration. Spike! Willkommen! Schule! Ja, 13 Jahre Folter und jetzt bin ich endlich mit der Scheiße durch. In meiner Schulzeit habe ich natürlich sehr, sehr viel Scheiße erlebt. Und deshalb seht ihr auch das Video hier. Vielleicht werde ich nochmal ein separates Video machen, wo ich ganz viele kleinere Geschichten erzähle. Aber in diesem Video geht es nur explizit darum, wo ich in der Schule beim Kiffen erwischt wurde und dann ein Präventionsgespräch machen musste. Doch bevor wir anfangen, erst meinen Bong-Rip. Wisst ihr, dass ich eine Welt habe? Jetzt fang an, du Spast! Schule. Ja, was soll ich sagen? Da ich privat natürlich auch sau viel konsumiere, natürlich nur legale Kräuter, ist das in der Schule natürlich nicht anders. So habe ich eigentlich ab Beginn der Oberstufe angefangen, mit Freunden vor der Informatik oder vor Sport einfach mal gediegen einen durchzuziehen. Da ich im Laufe der Oberstufe auch immer weniger Alkohol getrunken habe, habe ich natürlich auch mehr Weed geraucht. In der Schule. Allein hierzu gibt es so viele Geschichten, wo ich irgendwo stand und dann kam ein Lehrer vorbei und irgend so eine Scheiße, aber darauf will ich nicht hinaus. Ich habe das auf Dauer einfach immer provokanter gemacht. Anfangs war es noch entfernt vom Schulgelände, dann vorm Schulgelände, dann auf dem Schulgelände. Ich habe überall Weed geraucht. Versuch doch mal, mich aufzuhalten. Und so war es auch an dem Tag. Das war vielleicht sogar das Provokanteste, was ich je gemacht habe, denn es war kurz nachdem die Schulen wieder geöffnet haben, wegen dem ganzen Corona-Scheiß, so Spätsommer 2020. An der Stelle will ich noch dazu sagen, dass ich natürlich niemanden animieren will, Drogen auf dem Schulgelände oder während der Schulzeit zu konsumieren oder generell zu konsumieren. Ich war in der Schule halt maximal unterfordert und da konnte ich mir das echt leisten. Aber ihr sollt das nicht nachmachen. Bitte löscht meinen Kanal nicht, YouTube. Ich wollte halt ganz gediegen wieder irgendwo auf dem Schulgelände was rauchen. Problem ist nur, da die Corona-Regeln recht neu waren, waren überall im Pausenhof Lehrer verteilt, die eben auf Masken achten. Also war an dem einen Platz, wo ich sonst immer was geraucht habe, Lehrer, am anderen Platz Lehrer und ich wusste halt einfach nicht mehr, was ich machen soll und die Zeit rennt, also die Pause, die ist allmählich auch schon um und sonst mache ich das gar nicht mehr. Also habe ich einfach mitten auf dem Schulgelände, wo überall alle möglichen Leute einfach gucken können, meine Pfeife geraucht. Das Witzige ist, das war tatsächlich nicht das, wo ich erwischt wurde. Das kam erst später. Ich rauchte dann also so meine Pfeife und ich wollte halt so dieses konzentrierte High haben. Wisst ihr, was ich meine? Also wo ich halt immer noch, ja, ganz normal Schule machen kann, aber ich mich halt einfach nicht umbringen möchte. Ich rauche also meine Pfeife und auf einmal merke ich, Scheiße! Ich war ziemlich high. Nice. Und das war das erste Problem. Ich war halt so high mit Method und Redman, dass ich nicht mehr Lust auf die Schule hatte, sondern weniger Lust, weil ich halt was Lustigeres machen wollte. Und dann hatte ich Mathe. Bei dieser Folge. Ich komme also mit meinen Freunden in den Unterricht und bin ziemlich high. Kein Problem, dachte ich mir. Ich habe mich einfach weiter hinten hingesetzt, also ganz hinten, letzte Reihe. Und dann sollte das ja auch nicht auffallen. Vor allem, weil ich halt immer noch dieselbe Leistung erbringe, also... Aber... Nächstes Problem. Mir ist dann aufgefallen, Scheiße, ich muss bei dem Lehrer noch so einen Wisch abgeben. Und wenn ich das nicht mache, dann bekomme ich aufs Maul, weil ich sowieso schon zu spät bin. Also dachte ich mir, gebe ich den Zettel ab oder gebe ich ihn nicht ab? Ich habe mich dafür entschieden, ihn abzugeben. So dumm wie ich bin, habe ich nicht mehr dran gedacht, mir ein Deo oder so drauf zu sprühen. Also, ich rieche halt einfach komplett nach Weed, bin high, meine Augen sind dicht. Und ich laufe jetzt vor zur Lehrerin, um mir so einen Zettel in die Hand zu drücken. Ach man. Vor allem jetzt, wo ich drüber nachdenke, mir hat ein Kumpel sogar ein Deo angeboten. Was ist denn mit mir? Auf jeden Fall laufe ich so vor, drücke den Zettel in die Hand und man merkt schon... Irgendwas scheint nicht richtig zu sein. Auf einmal die Lehrerin sitzt da so. Was riecht denn hier so komisch? Riecht ihr das auch? Und ich stehe da, bin schon kurz vorm Lachen und weiß einfach, Alter, also jetzt gibt's keinen Ausweg mehr. Also ich meine, wen will ich verarschen? Also stehe ich da und hau dead serious raus. Das ist mein Parfüm. Cannabis vom Man. Nein! Und sie sitzt da nur so.
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch. Man braucht ja irgendwas, um die Nerven runterzubekommen. Sie saß halt wirklich da und wusste nicht, was sie machen sollte. Ich hab's in ihrem Gesicht gesehen. Sie muss sich halt ein Lachen verkneifen, weil sie kann da ja jetzt einfach nicht lachen. Aber es ist halt eine so surreale Situation, dass so der kursbeste Schüler einfach komplett high vor ihr steht und noch Witze darüber macht. Ich bin viel zu sehr am Lachen, ja, Mann. Es war halt wirklich fucking witzig. Also nicht nur der Spruch an sich, sondern halt auch der ganze Kurs hat halt gelacht und sie war überfordert und nein. Die Doppelstunde war dann noch ein bisschen eklig, weil sie mich halt durchgehend irgendwie ficken wollte. Und ich hab zurückgefickt. Aber das war's auch. Mehr ist da nicht passiert. Doch dann kam's zum Ende der Stunde. Ich wollte also gerade so rausgehen und sie sagt zu mir, Tim, bleibst du noch kurz da? Und ich denk mir so, verdammte Kacke, Mann. Ich meine, ja, Sir, Dickon Kane, Sir. Der Saal ist leer und sie fragt nicht wirklich einfach nur, warum? Ich weiß zwar nicht mehr, was ich ganz genau gesagt habe, weil ich habe halt vorher was geraucht und auch wenn ich nach 1,5 Stunden schon wieder so gut wie nüchtern bin, ich habe keine verranzte Ahnung mehr. Auf jeden Fall habe ich ihnen so ein bisschen von meiner Motivation und meiner Einstellung zur Schule und auch zu dem Scheißgesetz erzählt. Und überraschenderweise, die Frau hat mich schon so oft wegen irgendeiner dummen Scheiße zusammengeschissen. Also das ist wirklich nicht mehr normal. Aber da war sie absolut entspannt und meinte einfach nur, ja Tim, also ich kenne mich jetzt in dem ganzen Thema nicht so aus, aber was du sagst, klingt eigentlich recht sinnvoll und ich habe jetzt ein Gespräch mit einem Präventionslehrer ausgemacht. Der kennt sich da ein bisschen besser aus, dann kannst du dich ja auch mal mit dem unterhalten, aber klingt eigentlich sinnvoll, was du da sagst. Also ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht von der Frau, weil ich hätte halt alles erwartet, außer eine so entspannte Reaktion. Aber wie gesagt, sie hat mir ein Gespräch beim Präventionslehrer ausgemacht. Ich frag sie also, okay, cool. Wann? Jetzt direkt in der Pause. Du gehst jetzt direkt runter zu dem seinem Büro. Wo ist sein Büro? Obwohl ich genau wusste, wo es ist. Na, wieso habe ich das gemacht? Droge. Smoke weed every day. Ich bin also zum Präventionslehrer gegangen und das ist gleichzeitig der Mittelstufenleiter und zu dem musste man eigentlich immerhin, wenn man irgendeine Scheiße gemacht hat, bedeutet, ich habe den nicht das erste Mal gesehen. Aber ich hatte ihn auch in der 11. Klasse Sport, bedeutet, ich war eigentlich sogar recht cool mit ihm und ja, wir saßen dann in seinem Büro und das Gespräch hat angefangen. Ich kann das ganze Gespräch leider nicht so nice rekonstruieren wie in der letzten Storytime, einfach weil ich es mir eben nicht so gut eingeprägt habe. Nichtsdestotrotz, ich hätte halt von einem Präventionslehrer erwartet, dass es eine richtig hitzige Diskussion wird. Wisst ihr also, dass er die Kontraargumente bringt, ich die Pro-Argumente und am Schluss bin ich doch der Gefickte, weil er halt der Lehrer ist. Erstaunlicherweise war das ganze Gespräch absolut nicht so. Von der Argumentation her war das Gespräch mehr so, Tim, ich finde das nicht so cool, dass du das in der Schule machst. Ja, aber haben Sie mal das und das bedacht? Interessanter Ansatz, aber da darfst du das und das nicht vergessen. Gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber ich sehe das mehr so und so. Auch da kann ich dir eigentlich nur recht geben, Tim. Vielen Dank. Wollen wir später mal einen durchziehen? Also das Gespräch war einfach wirklich in jeder Hinsicht sehr entspannt und es ging absolut nicht darauf hinaus, dass er es mir ausreden wollte. Er hat halt meine Argumente akzeptiert und meinte, ja, ist eine vernünftige Meinung. Dennoch hat er mir natürlich gesagt, dass Kiffen auf dem Schulgelände einfach nicht geht. Er hat das Beispiel gebracht, dass er auch keinen Alkohol vorm Unterricht sich reinhauen kann und dann Unterricht macht mit einer Fahne, also naja, witzig wär's schon. Und da gebe ich ihm halt recht, also Konsum ist in Ordnung, aber in der Schule muss das nicht sein. Also aus Lehrerperspektive ist das gutes Argument, ne? Ja. Dann kam er auf die Konsequenzen zu sprechen. Und auch hier, ich musste nicht mal irgendwas argumentieren. Er hat einfach gesagt, jo, normalerweise würdest du jetzt einen Brief an die Eltern bekommen und diese ganze nervige Ficke. Aber ganz im Ernst, ich mag deine Meinung und du bist ja auch ein ganz entspannter Typ. Also du bist ja jetzt nicht so einer, der jede Woche bei mir hockt, weil er irgendeine Scheiße verzapft hat. Und aus dem Grund würde ich es einfach bei einer Verwarnung verlassen. Nice. Dennoch natürlich Appell an dich, mach das nicht mehr, sonst kann es halt nicht bei einer Verwarnung bleiben. Ich denke, das verstehst du auch. Ja, Mann. Ich war halt wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich habe mit allem gerechnet, aber wieder nicht, dass es so glatt ablaufen würde. Das Witzige ist, dabei ist es auch noch nicht geblieben. Bubble. Also nicht nur, dass ich dutzende Male auf dem Schulgelände was geraucht habe, erwischt werde und ohne Konsequenzen davon gehe. Nein, er hat noch hinzugefügt. Ach, und solltest du es vielleicht doch nicht lassen können, muss ich dir ja auch nicht sagen, dass du dich nicht erwischen lassen sollst. Und wenn es doch dazu kommt,
Da rate ich dir einen Tipp. Sag einfach, du hast eine Sucht. Auch wenn es nicht stimmt. Wenn du sagst, du hast eine Sucht, dann können wir dir keine ernsthaften Konsequenzen aufgeben, weil du eben eine Sucht hast. Das Schlimmste, was dann passiert, ist ein Brief an deine Eltern, aber damit solltest du ja auch zurechtkommen. Ja! Und gerade im Abschlussjahr von der Schule zu fliegen, das will halt keiner. Also natürlich, Appell an dich, mach's nicht. Aber wenn doch, schieb's darauf. Ja! Und im Großen und Ganzen war das auch schon das Gespräch. Also fassen wir zusammen. Viele Lehrer wissen bereits, dass ich konsumiere, aber eben nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, weshalb ich noch nicht bei einem Präventionsgespräch war. Dennoch erwarten das viele Lehrer, dass es endlich mal dazu kommt. Wie es der Zufall so will, kommt es dann dazu. Doch durch meine Sympathie kommt es dazu, dass der Lehrer, der mir das eigentlich ausreden soll, mich in meiner Meinung unterstützt und mir sogar noch Tipps für die Zukunft gibt. Ich komme also aus diesem Präventionsgespräch raus und versuche das gerade in meinem Kopf zu diskutieren. Zu diskutieren? Sortieren! Junge, was ist denn los? Wird ja immer schlimmer. You fucking drugger. Weil natürlich habe ich mir auch während des Matheunterrichts schon sau viele Gedanken gemacht, was für Konsequenzen auf mich zukommen. Aber dass es so gut abläuft, das hätte ich wirklich nicht erwartet. Und das ist schon lecker. Ich komme also zu spät in den Physikunterricht rein und erzähl einfach lautstark der ganzen Klasse und dem Lehrer, was passiert ist. Nein. Nice. Ihr könnt euch das also so vorstellen, der Lehrer ist noch am Reden und dieser Arschwichser kommt rein. Hey Leute, ich hatte gerade ein Präventionsgespräch. Herr Hawking, ich hatte gerade ein Präventionsgespräch. Beruhig mal komplett. Nice, Tim. Wie ist es gelaufen? Und ich habe ihm die ganze Scheiße erzählt. Er steht da also nur da, hört mir zu, schüttelt den Kopf und am Schluss haut er raus. Nein, Tim, nein! Das ist nicht der Sinn eines Präventionsgesprächs. Ihr müsst wissen, Herr Hawking ist ein absoluter Streber. Also, und es ist einer von diesen Lehrern, die einfach zu 100% wissen, was bei mir in der Schule so abgeht, weil ich halt davon erzähle. Aber ich das eben so schlau genug angehe, dass sie keinen Beweis dafür haben, sodass ich keine ernsthaften Konsequenzen bekomme. Trotzdem ist er eben sau interessiert daran. Also demnach hat er auch einfach alles stehen und liegen lassen, Unterricht unterbrochen und hat mit mir erstmal darüber geredet, weil es ihn so sehr interessiert hat. Und ich hau dann raus, wie es gelaufen ist. Und in meiner restlichen Schulzeit wurde das noch so ein bisschen zum Insider im Physikunterricht, weil er nun nicht mehr sagen könnte, Tim, du brauchst ein Präventionsgespräch, sondern Tim, bei dir ist jede Hoffnung verloren, Mann. Wo er recht hat. Aber das war's auch mit Kiffen in der Schule. Zumindest fürs Erste. Wie gesagt, ich habe noch sau viel Shit aus meiner Schulzeit zu erzählen. Und das war nur so eine Sache von vielen. Also es werden noch weitere Storytimes zu dem Thema folgen, die vielleicht auch mal nicht nur um Weed gehen. Wow! Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Abonniert mich, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da, teilt das scheiß Video. Stay high. Peace.